Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und Tüchchen für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns ein Achievement aus Patch 10.1.7 angucken. Und zwar ist das neu hinzugekommen unter Berufe und dann Schmiedekunst. Und hier haben wir das Achievement Waffen Schmiedekunst wiedergeboren. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Lernt alle der folgenden Waffen von historischer Bedeutung herzustellen. Und das sind insgesamt 6 Stück sind es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die heißen alle etwas mit wiedergeboren. Und wie ihr schon sehen könnt, sind wir in Mist of Pandaria. Das sind keine neuen Vorlagen, sondern die gibt es schon eine Weile. Und wie wir die uns holen können, das will ich euch jetzt mal zeigen. Also, als allererstes müssen wir auf die Insel des Donners. Wenn ihr nicht wisst, wo die ist, wir sind einmal Mist of Pandaria und hier oben ist die Insel des Donners. Ihr kommt dadurch hin, dass ihr einmal ein Portal nehmt, und zwar in der Shadowpan-Garnison. Und hier ist es so, dass, glaube ich, das Allianzportal ist irgendwo hier unten etwa und das Hordenportal ist hier oben. Wenn ihr da keine Portale habt, dann gibt es da jeweils einen Horden- und einen Ali-NPC. Die haben eine Quest und die fliegen euch dann quasi auf die Insel und danach habt ihr das Portal immer. Genau. Also jetzt hier auf der Insel angekommen, müssen wir hier hoch auf die Koordinaten 57, 33. Und bevor ihr jetzt hier hingeht, ihr müsst Schmiedekunst haben, ne? Also es ist unter Schmiedekunst zu finden. Ihr braucht Schmiedekunst und ich vermute, ihr braucht auch Mist of Pandaria Schmiedekunst. Sobald ihr das habt, könnt ihr hier einen Mob umhauen. Der hat auch einen Questmark, und zwar Itoka schimpft sich der. Und der droppt ein Item, wo wir wiederum eine Quest kriegen. Ja? Und ich kann euch mal zeigen, was das für eine Quest ist. Und zwar ist das diese hier. Die schimpft sich Donnerstahl. Und da kriegt ihr dann einen Donnerstahlbahn für und Notiz über Donnerstahl. Und in dieser Notiz über Donnerstahl sind hier, wie der Kollege das schon rausgesucht hat, alle möglichen Rezepte drin. Und die könnt ihr dann einmal lernen. Und wenn ihr die gelernt habt, dann könnt ihr verschiedenste Sachen herstellen. Und das habe ich schon mal rausgesucht. Das sind diese wiedergeborenen Waffen. Und von jeder wiedergeborenen Waffe gibt es 3 Versionen. Und zwar gibt es quasi immer eine blaue Version, eine episch und 2 epische Versionen. Ne? Und es läuft quasi so, dass wir erstmal die blaue bauen müssen. Also wir kriegen immer die Rezepte aus dem Quest-Beutel, kriegen wir quasi die Rezepte für den Donnerstahlbahn zum Herstellen und für die ganzen blauen Versionen. Und jetzt läuft es so, wenn wir die blaue Version bauen, kriegen wir automatisch dann das Rezept für die epische Version. Die kostet dann 10 Donnerstahlbahn. Und wenn wir die zweite, also diese epische Version bauen, kriegen wir das Rezept quasi vom dritten und finalen Produkt. Also das kostet, und das Finale kostet dann 15, wie ihr seht. Ne? Also müsst ihr das so ein bisschen nach oben craften, das Ganze. Und für das Achievement benötigen wir jetzt dementsprechend immer die dritte Version. Heißt, ihr müsst halt den Typen umhauen, Version 1 bauen, Version 2 bauen und kriegt das Rezept für Version 3. Ihr könnt dann natürlich auch die dritte Version gleich craften, um das T-Mog noch mitzunehmen. Die Sachen sind auch im Auktionshaus kaufbar und auch verkaufbar. Also ihr könnt es dann auch, wenn euch T-Mog nicht interessiert, verkaufen, theoretisch. So, da, jetzt bitte bei die Fische. Was kostet das an Zeit? Naja, die ganzen Materialien, die wir dafür brauchen, lebendiger Stahl, Geisterharmonie, das könnt ihr alles im Haar kaufen. Das Einzige, was seelengebunden ist, ist der Donnerstahlbahn. Und der kostet einfach nur ein paar Reagenzien hier aus Mist of Pandaria. Und zwar Geistereisenbarren. Die könnt ihr auch ganz normal im Haar kaufen. Davon braucht ihr 10 Stück. Ihr könnt das aber nur einmal jeden Tag einmal herstellen. Und zwar hier drin, ne, wo wir die Quest auch abgeben müssen, in dieser Schmiede. Bedeutet, für die erste Version braucht ihr 5 Tage zum Craften, für das zweite braucht ihr 10 Tage und dann habt ihr das Rezept für die dritte, und wenn ihr die dritte bauen wollt, braucht ihr 15 Bahnen, also 15 Tage. Ne? Wenn ihr jetzt nur das Achievement machen wollt, braucht ihr quasi die erste Version 5, die zweite Version 10 und das mal 6 sind 90 Tage, müsst ihr da verbringen, dass ihr die ganzen Rezepte soweit zusammenbekommt. Wenn ihr dann noch die Waffen auch bauen wollt, dann braucht ihr 180 Tage, oder fürs Achievement nur 90. Ihr könnt es jetzt ein bisschen tricksten und euch 6 Chars nehmen, die alle Schmiedekunst haben und mit allen 6 das machen und hier abstellen und jeden Tag einen Barren bauen. Dann baut ihr halt mit jedem quasi eine Waffe und spart euch das Ganze, habt dann halt das in 15 Tagen. Genau. Also das sind so die Optionen
Und ja, das ist dann euch überlassen, ob ihr es mit einem Char durchziehen wollt. Vielleicht wollt ihr auch die Rezepte wie ich auf einem Char haben. Oder ob ihr möglichst schnell das Achievement machen wollt, dann könnt ihr es auch auf 6 Chars machen und dementsprechend das Ganze ein bisschen beschleunigen und das in 15 Tagen haben. Gut, ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich. Ist ein bisschen ein komplizierteres System bei dem ganzen Gecrafte. Und ja, dafür gibt es jetzt halt ein nettes kleines Achievement. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, könnt ihr mir gerne die in die Kommentare schreiben. Und sonst verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.